Gott sei Dank sehen dann alle. Nun, das liegt mir so ein bisschen auf dem Herzen, dies so frei herauszusagen, weil ich das ja jetzt inzwischen schon oft genug gehört habe, wegen der Traumdeuterei, wegen Zeichendeuterei, die einige so machen in YouTube und selbst reden, auch außerhalb, die einfach mit YouTube nichts zu tun haben, die weder im Pfingstler noch Charismatikergemeinden drin sind, noch in ihrer Lehre drin sind, meinen sie natürlich dann, sie gehören gar nicht zu denen, sie gehören zu keiner Denomination, sie folgen einfach dem Herrn nach, sagen sie sogar, klingt alles wunderschön. Analysieren wir dies einmal. Wie arbeitet der Herr eigentlich an uns und um uns und durch uns? Ist es mit Zeichendeuterei? Ist es mit Träumereien? Wie ist es? Ist es mit Visionen? Wie ist das Ganze? Also, kann man ganz nüchtern betrachten. Dies alles kennt man von der Pfingstlerei und Charismatik. Also, satanischen Ursprungs. Ja? Ganz simple Sache eigentlich. Jetzt könnte ich sagen, ja, somit ist es schon erledigt. Also, wenn du in diesen Kirchen, Charismatik und Pfingstlerkirchen drin bist, musst du natürlich von da raus. Das kommt gar nicht in den Herz, sag ich mal, nicht in den Verstand, sondern gar nicht in das Herz von denen, die es hören, ja, raus von dort. Das weiß ich. Ich habe schon noch Kontakt zu ein paar sehr wenigen Pfingstern und Charismatikern. Komischerweise keiner von denen ist in einer charismatischen oder Pfingstlergemeinde. Ich rufe öfter wieder, kehr um, tu Buße, komm da raus, der Herr ruft zu dir, durch verschiedene Umstände, dass du da raus sollst. Aber nö, stur. Ja, einfach nur stur. Aber wie sieht es mit den anderen aus? Die meinen, dass sie da irgendwie, der Herr zu ihnen spricht durch verschiedene Wunder und Zeichen, die ganze Zeit. Und damit meine ich das so wortwörtlich, also nicht im Theoretischen. Ganze Zeit, Wunder und Zeichen, Wunder und Zeichen. Was meinst du, von wo kommt das? Was wäre, wenn ich dir sage, dass der Feind dies bewirkt und dich darin festzuhalten, worin du noch nicht raus bist? Die alles schön redet, dass diese Zeichen und Wunder vom Teufel nicht sind, sondern von Gott. Dass er dir dies so eingeben möchte. Ja, dass diese Zeichen von Gott sind und nicht vom Teufel. Was wäre, wenn der Feind dies so bewirkt? Jetzt wirst du sagen, das kann nicht sein, der Teufel hat diese Macht nicht. Er macht genau dies. Das geschieht genau in der Pfingster- und Charismatikerkirchen. Und dies geschieht mit denen allesamt, die ganze Zeit Wunder und Zeichen erflehen. Es gibt Personen, einige wenige, die mich schon mal mehrfach so gewarnt haben, ich soll nicht in die Fußstapfen von diesem und jenem Bruder treten, als ob ich das tun würde. Ich wüsste nicht mal wie. Ja. Ich bin nur ein kleines Schaf, der dem Herrn nachfolgt. Ja. Ich darf dies und das tun, nur durch die Gnade des Herrn. Wie soll ich in die Fußstapfen von großen Brüdern treten, die seit Jahrzehnten im Glauben sind und seit Jahrzehnten dem Herrn nachfolgen und Bibellehrer sind und so weiter? Wie soll ich in die Fußstapfen von diesen Brüdern kommen? Das höre ich nicht nur von einer Person. Habe ich vorher, bevor ich natürlich viele gesperrt habe, die in der Charismatik extrem tief drin sind, die ich persönlich auf der einen oder anderen Art gekannt habe über E-Mail, die ich voller Freude sperren durfte, immer wieder gehört, ja, Pharisäer und Schriftgelehrter und so, wie ich ja schon mal gesagt habe, was es eigentlich bedeutet, ja. Also, immer das Gleiche, ja. Wieso ist man genau gegen diejenigen, die nüchtern in der Nachfolge sind? Ist das nicht so ein Phänomen? Ist das nicht interessant, dass einige, die nicht in Charismatik oder Pfingstergemeinden drin sind, trotzdem solches erleben, die ganze Zeit, ohne in diese Gemeinden je hineingetreten zu sein? Andere wiederum, die verschweigen es natürlich, dass sie mal in so einer Gemeinde drin waren.
Und dann sagen sie, ja doch, ich war schon mal drin, aber man hat mir nicht die Hände aufgelegt. Das muss auch nicht sein. Dieser böse Geist, der dort drin herrscht, oder diese vielen verschiedenen bösen Geister, die verführen die Menschen. Da muss man dir nicht unbedingt die Hände aufgelegt haben. Das funktioniert nicht so. Es ist keine automatisierte Sache, das ist die geistige Welt. Ja, der Feind kommt und kommt um dich herum und dann hast du deine Zeichen und Wunder. Und du denkst dann bis zum Schluss, das ist von Gott und du lässt dich auch davon verführen. Jahrelang, wenn es sein muss. Mein Aufruf zu dir, und ich glaube, dass das, was ich dir sage, doch mal ein bisschen Gewicht haben darf. Weil ich war ein bekennender Charismatiker und ein bekennender Pfingster. Ja? Wer das noch nicht kapiert hat, sollte mal die ersten Videos von mir anschauen. Dich mal ab und zu so kurz angucken, um zu verstehen, was ich da überhaupt geplappert habe so oft. Das ist katastrophal, in jeder Hinsicht. Ja? Also was ist da los? Mein Wort hat wohl ein bisschen Gewicht, würde ich sagen, ohne mich hochzuheben. Aber ich bitte dich, tu Buße darüber. Ja? Auch wenn du unbewusst jetzt drin bist, tu Buße darüber. Hebe dich nicht selber hoch über dies alles, sondern tu Buße darüber und kehre um. Weil all diese Wunder und Sachen, die du erlebst, sind vom Feind. Ja? Wenn du irgendwelche übernatürlichen Sachen zu Hause erlebst, das Gefühl ist, dass alles ist einfach von Gott. Du täuschst dich extremst. Und das nimm lieber zu Herzen, anstatt anderen zu sagen, die nüchtern sind, ja, der soll nicht so sein wie die anderen Brüder oder nicht so sein wie Pharisäer oder Schriftgelehrter. Wenn ich dies allein höre, dann weiß ich ganz genau, dass diese Personen ganz klar nicht wissen, was Pharisäer oder Schriftgelehrte sind. Ja, das ist eine ernste Sache und ich hoffe, irgendeine, wenn auch nur einer darauf richtig reagiert, ist die Aufgabe schon getan. Ja, aber ich glaube kaum, dass so einer wirklich drauf hört, weil unsere Welt ist total verkehrt. Ja, total verkehrt. Der nüchterne Glaube ist nicht spannend. Ja? Wir brauchen noch so wie in einem Fernseher, wie ein Fernseher zu dieser Zeit, wo keine 3D-Funktion hat. Ja, das ist ja erst seit einigen Jahren. Wie ein Fernseher, der keine 3D-Funktion hat, obwohl du viel bezahlt hast. Wenn da keine 3D-Funktion ist, das geht nicht. Das muss übernatürlich sein, alles. Noch mehr Show, noch mehr Elemente, die man, auch wenn man sich braucht, es muss es haben. Wenn man das manchmal so einschalten kann, ist das wunderbar. Ja? So kommt es mir vor für einige, die da einfach den nüchternen Glauben nicht wollen, sondern ein extra dazu. Ja? Egal von wo es kommt. Und man stempelt es natürlich an, also ja, das ist von Gott. Nein, so funktioniert es nicht. Die Bibel sagt es uns nicht so. Ja? So wird es uns nicht gesagt. Ich hoffe, einer nimmt das zu Herzen. Und es gibt einige, die da zuhören, auch diejenigen, die ich gesperrt habe. Da wird weder irgendeiner entsperrt noch sonst was. Aber ich beobachte immer das Gleiche. Und das verstehe ich nicht mehr. Ja. Irgendwann muss man doch sagen, das stimmt doch mit mir etwas nicht. Ich erlebe die ganze Zeit Wunder und Zeichen. Aber eigentlich bin ich kein Pfingster und kein Charismatiker. Was ist denn da nur los? Vielleicht wirst du doch verführt und merkst es nicht. Der Feind vermag dies zu tun bei denen, die nicht nüchtern wandeln wollen. Ja? So viel dazu. Amen.